müsste das klappen. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Gitash. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend.